So. Der nächste ist da hinten. Der da, ist der da hinten. Aber den können wir uns auch, den können wir uns aber leise holen. Ja, ich gehe da mal so. Pass auf, der hat ein Fernglas in der Hand. Oh, ich habe hier eine Brechstange. Die hatte ich noch nicht. Ja, nimm mal mit. Ich schnapp mir den mal. Ja. Lass, der sieht mich, Miri. Ja. Der hätte mich fast gesehen. Eigentlich müsste der mich jetzt sehen. Ich sitze hier am Tisch. Komm, ich hole mir den jetzt. Spiel mal auf den. Ja. Das ist das Letzte, was der sieht. Ah, okay. Haben sie ihn. Okay. Super gemacht. Aber hier ist aber so viel Gelumpel noch, ne? Alter, wie geil das aussieht. Ich krieg zu viel. Ey. Sprengladung. Okay, nehme ich mit. Das ist ja unfassbar. Das ist wieder so ein Level-Up. So die Details. Ich liebe die Details. Guck mal hier in diesen Blumenkästen. Die Texturen hier, ey. Das ist deswegen, ja... Das ist ja so. Deswegen spielen wir das und raschen nicht da durch. Das ist, weil Wahnsinn. Das so geil aussieht. Weil das würde den Level-Designer nicht gerecht werden, wenn du hier einfach durchrennst. Wirklich nicht. Jetzt ganz ehrlich, also... Gut, können jetzt viele sagen, das ist übertrieben, und, aber ich finde dann einfach nur, dass sie einfach. Ja, ich gehe mal unten lang am Wasser. Ach, das ist so schön. Ja. Kommen Sie mal runter hier, machen wir ein Foto. Sie mal. Ich bin gerade am gucken, ob ich hier eventuell. Zum Foto komme ich sofort, kleinen Moment. Guck mal eben, ob ich hier irgendwo einen Adler finde, aber ich sehe keinen. Ja, hier unten vielleicht. Ich gucke auch nochmal von hier unten. Das ist ja so geil. Da hinten raucht es ganz gemachlich. Komm mal zu Ihnen. Ja. Ich hab was! Nein! Ja! Was denn? Wo denn? Oh! Wo haben sie das denn gefunden? Ich war doch auch da oben. Nee, du bist nicht da, wo ich bin. Töte Hoffmann mit einem Kronleuchter. Ich hab doch hier oben den Typ hier weggemacht. Ja. Und auf dem Tisch war dieses Geheimdokument. Okay, sehr schön. Wir lesen das mal eben. Ja, kommen Sie hier zu mir am besten. Ja, warten Sie, ja, erstmal lesen. Hier oben bin ich sicher. Ja, okay. So, wir gucken mal. Eroberer. Wir gucken auch mal. Und zwar ist ein Wehrpass. Und zwar Sammelobjekte. Nee, Moment, stopp. Da unten. Und das Operationsdossier. Genau. Operation Goldsturm. Geheim. 21. August 1944. Alles, was wir tun, tun wir im Namen des Vaterlands und des Führers. Sorgen Sie dafür, dass alle Gegenstände von Wert beschlagnahmt und sortiert werden. Falls noch mehr Gold aus weiteren Verstecken in der Gegend zum Vorschein kommt, ist es mir persönlich ins Hotel zu bringen, damit ich es begutachten und sicher lagern kann. Hauptmann Hoffmann. Aha, und dieser Hauptmann Hoffmann ist derjenige, welcher wir uns gleich kümmern. Ja. Das zeitliche Segen. So, dann kommen Sie jetzt mal runter zum Waschel. Ja, ich wollte Foto machen. Ja, ne? Hier unten am Wascher können Sie Foto machen. Aber ich habe doch schon ein Foto vom Wascher. Nein, hier unten, schönes Foto, Mascha. Mhm. Da drüben in dieses Gebäude möchte ich auch mal rein. Mhm. Kommen wir aber nicht rüber. Nicht? Das können Sie aber hinstellen. Können Sie mal herstellen, sich mal so hin. So, wir gucken mal, wir machen mal ein schönes Foto. Ihr wisst ja, wofür das Foto ist, ne? Ja, immer. Da ist die Kra. Was? Kuhn E. Ich verstehe. Warten Sie mal. Ich mache mal hier so ein schönes, so an der Mauer. Und einmal, zack, Foto. Jawohl, habe ich gemacht. Haben unsere Landsleute aber ordentlich bombardiert hier, wa? Aber wollen Sie jetzt echt da lang? Sie meinen, Sie kommen hier nicht rüber? Nein. Haben Sie es versucht? Nein. Warum haben Sie es nicht versucht? Nee, weil Sie nicht rüberkommen. So, in diesem Gebäude muss der Herr Hoffmann sein. In diesem hier? Ja, und wir sollen den... Ich habe auch kein Fläschchen mehr. Ne? Und dann hier jetzt. Wir sollen ja den Herr Hoffmann mit einem Kronleuchter töten. Mhm. Mal gucken, ob wir das tun werden. Das wäre optional. Was halten Sie denn davon, wenn wir erstmal in diese Ruine reingehen und ein bisschen gucken?
Ja, die könnte aber besetzt sein, ne? Ja, das ist ja eben halt, warum ich da rein will. Mhm. Vorsicht. Hier kann man klettern. Warte mal. Hier ist, glaube ich, nichts. Hier ist noch ein Raum. Mhm. Aber wir hätten auch von da reingehen können. Mhm. Guckt euch mal das verbrannte Holzstück hier an. Ja. Oder? Wahnsinn. Diese Texturen auf dem Holzstück, ey. Ja, absolut. Ah, stopp! Was? Stopp! Ah ja, ich sehe ihn. Oh. Schnell das runter. Ist der Günther Neubauer. Hat das verdient, was ihm noch bevorsteht? Hat das verdient, was ihm noch bevorsteht? Was? Ach, guck mal einer an. Ich gehe schon nach oben. Da ist der Panzerwagen, der hier rumfährt. Mhm. Den werden wir aber auch leicht wegmachen. Ah, da ist der Kronleuchter. Ich könnte den jetzt schon anschießen. Moment, stopp. Und dann ist der Typ da drunter Geschichte. Ach, du bist doch schon wieder ganz woanders. Ich bin genau über ihn. Bist du oben? Mhm. Der steht Hoffmann töten und ich könnte den Kronleuchter runter. Ich komme zu dir. Schmeißen. Ja. Ich will das sehen. Ja, dann bitte. Da ist er tot. Aber jetzt haben wir ein fleisches Problem. Ach so, ja, wir haben ein fleisches Problem. Nö, haben wir nicht. Weil das war ja ein Kronleuchter. Das waren ja nicht wir. Aber da kommt aber jemand. Ja, da kommt einer, der sagt: Oh, was ist das denn? Da ist der Kronleuchter runtergefallen. Was soll denn das? Der Typ liegt da drunter, ist tot, weißt du? Naja, kann aber passieren, ne? Da ist noch einer. Was ist denn hier los? Ja, der Kronleuchter ist runtergefallen. Ach so. Ah ja, gut, das verbergen wir. Wir legen den irgendwo unterm Tisch. Einer von uns ist tot, verdammt. Das ist ja der Hauptmann. Oh, der Wagen wird ein bisschen nervös. Ich weiß. Der fährt jetzt hier heißen Sonnen. Die werden aber auch ein bisschen nervös. Ach, die kommen hier nicht hoch. Komm, wir gucken uns die mal an, die Idioten. Nein, 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 nein. Nicht. Doch, 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 doch. Da passiert dir doch nichts. Wo ist er hin, Mann? Guck mal gucken hier. Guck mal, was die nervös sind hier. Ah, der Herr Hoffmann liegt hier unten. Mhm. Den können wir uns gleich mal begucken. Oh. Ja, der musste von der Straße runter. Alles wieder beruhigt. Da kommt jemand zu dir. Der kommt hoch. Der kommt noch nicht hoch. Aber das Fragezeichen siehst du, ja? Ja, ja. Ich hab den sehen auch hier. Ich guck mal, ob ich den markieren kann. Ich habe ihn schon markiert. Ah, super gemacht. Der soll zu dir hochkommen, ja, dann kannst du ihn wegmachen. Der kommt wahrscheinlich hier auch hoch. Gut. Der hat auch einen Stern. Das heißt ja mittlerweile nichts. Hier rennt auch jemand rum, der ist nicht markiert. Das ist nicht gut. Da warte ich mal auf den. Versuche mal, ob ich an den Rand komme. Bis der kommt. In den Ruinen. Von ja, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Es geht ja wieder zurück. Aber hier laufen noch welche rum, kann ich dir sagen. Nee, der kommt nicht. Das war cool gemacht hier, ey. Das sieht so cool aus. Komm mal hier rüber. Ja, ich versuche es. Wenn er mich jetzt nicht sieht, wenn ich hier rüber gehe. Der läuft nämlich gerade unten lang. Da ist er. Seht ihr ihn? Der Wagen fährt ja auch immer hin und her. Ja, aber der ist auf der anderen Seite. So, ich bin bei ihm. Hier ist einer Runde rumgelaufen. Hier müssen wir drauf achten. Ja. Weil hier sind noch einige, die wir nicht markiert haben. Tja, da unten liegt er. Guck mal, da ist er. Ja, 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 und da ist der Typ. Hm. Wenn wir den jetzt hier hochlocken. Nee, wir können noch von unten. Können auch eine Attrappe hin. Ah, nee, dann macht das. Hab doch keine mehr. Kopfschuss. Ach, scheiße. Der kommt hoch. Lass ihn hochkommen. Lass ihn hochkommen. Er kommt jetzt hier hin. Hm. Wie bitte? Wer war das? Ruhig, hier unten ist noch einer. Hab doch gesagt, der ist nicht markiert. Der hat wie bitte gesagt?
Ja, der ist hier unten. Genau unter uns. Ja, irgendwo da. Ich will den Kameraden hier eben schnell looten. Da ist er. Markier den mal. Ja, warte. Hab ihn. Halt mal. Hallo? Der müsste dann hier hochkommen. Ja, soll er ja. Oh, er sieht mich. Warum sieht er mich denn? Der kommt. Der kommt jetzt, den mach ich gleich sofort weg. Bereit? Mhm. Und los geht's. Oh, ich war eine Markierhilfe für sie. Ja, das stimmt. So, die beiden sind weg. Jawohl. Wir gehen mal langsam runter. Mhm, wir gucken aber erstmal hier oben nochmal. Ja, hier du ist kannst Qualitätsmoon, falls sie Moon brauchen. Hier oben ist noch ein Raum. Ich habe die Hotel-Tresor-Kombination gefunden. Oh, das ist sehr gut. Der hat der Hoffmann nämlich gehabt. Ah, das ist sehr gut. Wir können hier noch höher. Ja. Teilung. Und ich habe was Verstecktes gefunden. Oh, ein Portemonnaie. Jawohl. Jawohl, sehr gut. Glückwunsch. Müssen wir nur noch gucken, wo der Tresor ist. Hm. Ja, der wird ganz oben sein. Ich gehe da mal hoch. Ja, ich komme zu Ihnen. Wie kommen Sie denn da hoch? Da ist eine Leiter. Warten Sie. Komm mal da mit. Ja, genau. Weil wir brauchen unbedingt... Oh, da oben, warte mal, da oben steht einer. Ein Scharfschütze. Wo denn? Da oben steht er. Kannst du den nicht wegmachen? Nee, den sehe ich nicht. Der steht da direkt, wenn du die Leiter hochkommst. No. Den mache ich hier weg. Sauber. Sniper down. Einer von drei. Ah. Also die müssen wir aufpassen, wenn wir irgendwie im oberen Bereich... Warten Sie bitte. Oh, sah das geil aus. Adler? Nein, aber ich habe einen markiert da hinten. Ein Fahrzeug markiert. Aber immer noch kein Adler, das macht mich nervös. Ja, mich macht das auch ein bisschen bekloppt, weil wir haben schon alles durchsucht soweit. Das stimmt allerdings. Wir müssen nur aufpassen, wie gesagt, die Scharfschützen, ne? Mhm. Da müssen wir ganz schön aufpassen. Das kann nämlich sein, da ist ein Alarm. Es kann nämlich sein, dass wir beobachtet werden. Wo ist der Alarm? Den habe ich doch markiert. Got everything. Mit einem Lautsprechersymbol. Ach da. Den könnte ich ausschalten. Nein, lass das bitte. Noch nicht. Ich merke keine Sau, ich meine. Also ich finde hier nichts, ne? Aber wo ist der Tresor? Das ist doch das Hotel hier, oder nicht? Oh, der Wagen. Haben Sie hier schon mal geguckt nach dem Adler? Nee, noch nicht. Aber das wird, könnte sein, dass er da irgendwo ist. Weil ich habe mich gerade gefragt, warum da... Ich hab ihn! Ja, ich wusste es. Warten Sie, lassen Sie mich auch gucken. Ah, ich sehe ihn ja jetzt auch schon. Cool, haben Sie gut gemacht. Also, da ist noch jemand? Einen Adler haben wir. Ich gucke auch. Vorsicht, der Wagen kommt wieder. Ja. Weg. Ich will aber nicht da runterrutschen. Wir brauchen erst den Tresor. Ja, und den zweiten Adler, ne? Wir haben einen Adler, Leute. Ah, warte, ich habe hier noch jemand. Der sieht mich. Oh, scheiße. Und weg. Okay, da geht wieder weg. Hauptsache, der ist markiert. Sie sind jetzt genau in meinem Blickwinkel. Ich wollte da nochmal rüber gucken. Ja, können Sie ja machen. Puh. So, jetzt schauen wir mal. Ein Adler haben wir. Der ist da. Das heißt? Nee, das muss nichts heißen. Da sehe ich einen Soldaten, der läuft da lang. Der ist oberhalb. Der Paul Kupferberg. Was heißt denn dieses? Wir müssen in diesem Gebiet die Scharfschützen töten. In diesem Gebiet? Ja, in dem Gebiet, wo wir sind. Ach so, weil er die
Ja, genau. Ah. Das heißt, vor uns müssen noch mehr Scharfschützen sein. Scharfschützen töten, okay. Da sind zwei noch, okay. Irgendwo sind noch welche. Ja, einen habe ich da schon, glaube ich, gesichtet. Haben Sie den da markiert schon? Das müsste der hier sein. Ah ne, warte mal, das ist der Paul-Kupfer-Berg, okay. So, da oben sitzt der erste Adler. Aber wie Sie schon gesagt haben, das heißt ja nichts. Wenn wir da runterrutschen. Nee. Oder drüben auf die Leiter hochgehen. Ich möchte jetzt erstmal hier unten, ich möchte jetzt erstmal Dings haben. Wir brauchen das, was im Tresor ist. Okay. Bei dem müssen wir jetzt erstmal suchen, den Tresor. Das ist erstmal das Wichtigste. Verstanden. Und der Tresor kann nicht hier oben sein. Nein. Den schleppt keiner die Leiter hoch. Wollte ich gerade sagen. Also muss der unten irgendwo sein. Versteckt? Ich glaube, dass der hier irgendwo ist. Hier, wahrscheinlich hinter dem... Meinen Sie hinter dem Tresen? Mm. Nee, das ist ein Rundtresen. Dann wird der wohl hier in einem Raum sein. Wird der wohl hier im Büro? I can use this information. Ah. Hast du? Sprengladung, ja. Hier ist er. Ja, ich komme. Oh, warten Sie mal, hier ist noch ein Brief, aber den kann man nicht nehmen. Ne? Warte, ich öffne. Jawohl. Und was haben wir da drin? Nichts Besonderes. Was soll das denn? Dafür mache ich mir so eine Mühe? Naja, Mühe kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ne? Oh, warten Sie mal. Eine Kuh macht Mu, viele Mühe machen wir denn hier? Nee. Was haben wir denn da? Was sollte das jetzt? Ich weiß nicht, ich hab den Strom ausgemacht. Ich mach eine Sprengfalle da rein. Ich sag Quatsch. Genau, warum wollen sie die vergeuden? Macht ja keinen Sinn, ne? Oh, warte mal, hier auf dem Tisch steht ein Flashgun, da muss ich mal einen kleinen Schluck von nehmen. Wo sind sie denn jetzt? Hm. Wieder nur am Saufen, ne? Nein. Das deutsches Wasser. Warten Sie mal, wir holen mal die Leichen da weg. Man kann ja in so einer Hotelhalle nicht einfach die Leichen liegen lassen. Das geht doch nicht. Das stimmt. Kommen Sie mal, wir räumen die mal weg. Ja, ich bin in der Küche. Ja, man kann ja jetzt nicht sein, dass ich die alleine wegräumen muss. Bin ich ja ein bisschen rotzig von Ihnen, ne? Hast du schon das Hotel kaputt gemacht, weißt du? Mhm. That's it all. Oder besser als den Kronleuchter? Wo haben sie den hingebracht? Ja, in der Kiste hier. Achso, da ist eine Kiste. Ja, keine Kiste hier. Der eine liegt da schon. Keine Kiste. Ja. Jawohl. Wir brauchen noch Fläschchen, fällt mir gerade auf. Ja, komisch, hier ist ein Hotel. Eigentlich müssten hier Fläschchen in der Küche sein, ne? Aber eigentlich schon, ne? Aber ich war in der Küche noch gar nicht. Das ist eine P0. Oben waren wir? In dem Raum war ich auch. Den Tresor haben wir auch gefunden. Kommen Sie mal zu mir hier. Warten Sie mal. MP40. Alter, wir haben so viel zu durchsuchen, ne? Oh, da hinten ist jemand. Scheiße. Der guckt da hinten im Fernglas. Das heißt, wir können... was war das denn jetzt? Hat dich einer gesehen? Das ist ein Fragezeichen. Wo? Das gelbe Fragezeichen? Ich sehe auf mein... Ach, da hinten, da. Ja, der ist da oben. Nicht. Oben ist der. Ich gehe mal nach oben. Weiß ja nicht, wo du immer hinguckst, ey. Guck mal hier so rum. Es könnte sein, dass hier ein Scharfschütze steckt hier oben. Ich bin oben. Ja, möglich. I have my mission objective, but this looks tempting. Was wohl daheim gerade los ist? Ja, wer ist denn hier? Ich habe auch irgendwas gehört. Hier ist nichts zu sehen. Das stimmt allerdings. Aber hier hat einer geredet, was wohl daheim zu Hause ist. Dann wird wohl jemand zu Hause sein. Sie sind nicht bei mir, ne? Nope. Nope.
Aber ich kann zu Ihnen kommen, wenn Sie das möchten. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ist wahrscheinlich hier unten irgendwo einer. Das ist gut möglich. Aber hier ist nicht viel. Hier ist eigentlich gar nichts. Hier oben waren Sie? Ja, ich... Nee, da noch nicht. Ja gut, ich meine, hier fährt das Auto rum, ne? Ich meine, da könnte man auf der Straße, wo der lang fährt, mal eine Mine hinlegen und dann macht der Bumm, aber... So, warten Sie mal. Wissen Sie was? Da wir nicht tausendprozentig wissen, was wir jetzt hier anstellen wollen, würde ich mal glatt sagen, kommen Sie mal her. Warten Sie, das Auto kommt gerade. Ja, ja, ich bleib jetzt mal hier. Wir wurden gerade von allen Seiten gesehen. Da ist einer nicht markiert. Und den markiere ich dir jetzt eben schnell. Jawohl. Den kann ich gar nicht markieren. Warum kann ich den nicht markieren? Weiß ich nicht. Der kommt. Ja, aber warum kann ich den nicht markieren? Weil das ein Scharfschütze ist? Doch, ich habe ihn markiert. Gut, sehr gut. Der Michael mal Engelmann, der prahlt damit, dass er, was er mit SOE-Soldaten macht, wenn er sie findet. Der kommt jetzt hier rein. Ja, ist doch super. Wenn er hier rüberkommt, ist er tot. Dann brauchen wir uns nicht so eben bewegen. Kommen Sie mal her. Ja, warten Sie, der kommt jetzt. Ja, komm doch mal her. Ich kann der nicht kommt zu doch Ihnen nicht. Kommen, da ist keine Deckung. Natürlich, hier wo ich bin, ist Deckung. Kommen Sie her. Mann, da ist keine Deckung. Ja, dann sehe ich den aber nicht. Der kommt ja hier drüber. Ja, der kommt doch sowieso hier hin. Nicht so wirklich. Machen Sie nicht so eine Panik wieder, ey. Immer eine Panik, ey. Der kommt hier hin, ey. Der kommt doch nicht hier rüber. Wieso komme ich jetzt eigentlich nicht hier runter? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich bin doch hier. Ach, dann ist zusammengebrochen. Ja. Okay, Auskundschaften. Ich glaube, wir beenden das Ganze. Ja. Und wir gucken beim nächsten Mal, Leute, wie es weitergeht. Also, macht's gut. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.